Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining hier zum Großpreis von Monaco. Also das Training war ja schon Weltklasse. Aber jetzt hoffen wir, dass wir die Pace auch mit in das Qualifying nehmen können und vielleicht auch morgen im Rennen ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Aber abwarten. Wir stehen heute am zauberhaften Circuit de Monaco zu einer der spannendsten Qualifying-Sessions der ganzen Saison. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wer es heute schaffen wird, seinen Namen der Liste der bisherigen Inhaber der Pole Position von Monte Carlo hinzuzufügen. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Du, wir können ja mal schauen. Zumindest mal eine gute Zeit setzen. Also jetzt müssen wir, jetzt ist es sehr, sehr wichtig, vor allem eine Rundenzeit zu setzen. Überhaupt mal gucken. Vielleicht kriegen wir es auf Anhieb sogar hin, wie wir das im dritten Freitraining eingesetzt bekommen. Was war das? 16.5 oder was war das? Aber jetzt fahren alle auf Soft. Also jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. So, auf geht's. Unsere erste gezeitete Runde. Vorne sind natürlich jetzt ein McLaren und ein Renault, die eventuell ein bisschen den Verkehr aufhalten könnten, wenn die nicht ein bisschen dran ziehen. Bis Zeit Hamilton. Ich bin gar nicht auf geachtet, was für eine Zeit der gefahren ist. Das ist zumindest mal eine Zeit. Ah, das sind Russell und Sainz vor mir. Es wäre natürlich gerade wehtut, dass die jetzt gerade ein bisschen slow machen, gerade George Russell. Der uns aber dann noch vorbeilässt im Tunnel. So, die springen jetzt mal vorbei. So, das war wichtig, dass wir die Zeit nochmal gesetzt haben. Die wäre natürlich wahrscheinlich immer nochmal schneller was gewesen.
behind. So, wir warten natürlich jetzt ein bisschen wieder. Wir sind momentan auf 4 hinter Leclerc, Hamilton und Vettel vor Gasly. Gasly. Eine halbe Sekunde hinter der Spitze. Jetzt schiebt sich da Verstappen vorbei. Eventuell setze ich nochmal eine Zeit gleich, wenn die Strecke ein bisschen was freier ist. Das sind nämlich noch 10,5 Minuten. 7 Autos auf der Strecke, also. You're doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. Track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. Wir sollten jetzt, wie gesagt, gerade ist keiner auf der Strecke, das ist gut. Wir könnten theoretisch eine Zeit setzen. Wenn wir jetzt natürlich noch eine Zeit setzen. Wenn wir jetzt noch eine schöne Zeit setzen, wir haben 9 Minuten noch. In der freien Strecke könnten wir tatsächlich mal was nachreichen. Weil nicht, dass wenn alle raus wollen, will ich nicht unbedingt in der Bestzeit sitzen. So, eine halbe Sekunde müssen wir holen. Konzentrieren, vielleicht packen wir hier tatsächlich die Pole. Das wäre eine Überraschung, in Monaco hier auf die 1 zu fahren. Absolute Bestzeit, der zweite Sektor. Und 12,9. Yes! Ein 12,9 Bestzeit. Das war eigentlich der Plan an der Sache. Das war wieder mal der zweite Sektor. So, wir haben noch 4 Minuten. Mal gucken. Hamilton 19,7. Langsamer. Klar langsamer als wir. Das wird auf jeden Fall keine neue Bestzeit werden. Wenn alles so gut, wenn alles läuft. Mal gucken, was der zweite Sektor jetzt gleich bei Hamilton sagt. Was habe ich für eine Zeit gesetzt? 34,5. Eieiei, eine Sekunde langsamer. Er bricht die Runde ab.
bricht die Runde ab. Herr Gasly ist jetzt auf der Strecke. Also es geht jetzt auf die Strecke. So, wie gesagt, es sind jetzt noch 2 Minuten. Mal gucken. Ich hätte nicht erwartet, dass dieses Wochenende so stark wird. Aber wie gesagt, es sind einige Wochenende dabei gewesen, wo wir euch gut angefangen haben oder wir dann stark nachgelassen haben. Ich glaube, Paco war genauso eins. Aber da kam auch alles zusammen. So, die letzten Sekunden laufen. Momentan führen wir noch, aber fährt Hamilton überhaupt mittlerweile auf der Strecke? Ja. Ich glaube, seine Runde kriegen wir nicht mehr so ganz mit. Also er muss auf jeden Fall richtig feuern. Jetzt gerade da noch mal, wo ich über die Linie komme. Das sind 28 Sekunden. Jetzt gleich jetzt Richtung letzte Kurve. Hat aber einen Renault vor sich, der aber die Box verschwindet. Ja, schade. Wenn er, dem noch mal ein bisschen auf der Nase gefahren wäre, hätte es vielleicht gleich erreicht. So, die kriegen wir nicht mehr mit, dann müssen wir jetzt gleich warten. Wir können nichts mehr tun. Reicht es für unsere erste Pole in der Karriere ausgerechnet in Monaco? Mit dem Ende des Qualifyings der ja! Blick auf unsere Top 3. Richter, Hamilton und yes! Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Es hat dich tatsächlich ein bisschen bestätigt. Oh, Toro Rosso mit 2 Autos hinten. Aber es hat sich tatsächlich, der Auftakt, der Aufwind hat sich bestätigt auf jeden Fall aus den letzten Rennen. Wie gesagt, wenn man Baku mal ein bisschen rausnimmt, aber da hatten wir echt Probleme mit dem Getriebe, sonst wären wir da vielleicht auch nochmal die Punkte mitgefahren. Ja, wir sind tatsächlich bergauf gegangen, mit dem 10. Platz gerade so noch in Spanien, aber jetzt wollen wir natürlich hier noch was reißen. Mal gucken, was Monaco bringt. Von der Paul. Yes! Yes! Yes!
Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. So, gucken wir mal den Wetterbericht. Ja, vor dem Rennen natürlich. Bleibt alles trocken auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Warte mal, oder haben wir noch was? Nö, tatsächlich nicht wirklich, oder? Viele haben tatsächlich noch. Ja, wir haben 360 Punkte, okay, egal. Gut, wie immer sei. Gut, dann verabschiede ich mich hier tatsächlich wirklich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 14 Uhr mit dem Rennen aus Monaco. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Samstagnachmittag.